Hallo, ich bin's wieder, Gabi Fastner. Herzlich willkommen heute zu einem Brasil-Workout. Wir werden heute Bauch, Beine und Po trainieren, vor allem natürlich Körpermitte, denn mit den Brasils trainieren wir unsere tiefen Rumpfmuskeln, die Stabilisatoren, die uns aufrecht halten, die aber auch eine schmale Taille formen, die unsere Organe schützen, also die wichtigsten Muskeln in unserem Rumpf, von der jede Bewegung startet, nämlich aus der Mitte. Also wenn du welche hast, hol sie dir, sonst mach ohne mit, funktioniert auch. Mit ist natürlich etwas effektiver. Und wenn du welche hast, stell dich aufrecht hin, denn nur aus der aufrechten Haltung können wir wunderbar unsere tiefen Muskeln aktivieren. Nimm den Daumen auf die Spitze, das eigentlich nur, damit das Handgelenk schön stabil bleiben kann. Du kannst auch Hand aufmachen, also den Daumen rumnehmen um dein Brasil, die Hand öffnen, dann ist das Handgelenk eigentlich auch gut stabil. Die Schultern tief, Bauch sanft nach innen ziehen und dann machen wir kleine Hackbewegungen. Das ist die Bewegung, mit der wir diese tiefen Muskeln im Rumpf aktivieren können. Und körpernah ist natürlich immer etwas leichter wie körperfern. Also ohne geht auch. Ja? Dann mach deine Arme einfach lang und mach kleine Hackbewegungen. So 10, 20 Sekunden, länger muss das gar nicht sein, dann würden die oberflächlichen Muskeln einspringen. Wir wollen ja die Tiefen ran. Und die würden ermüden, wenn wir jetzt noch länger hier schütteln. Lass mal kurz los. Merkt man auch, oder? Wenn es länger wird, verspannt man sich eher. Also wenn du das Gefühl hast, du verspannst dich mal, dann hör auf mit diesen kleinen Mini-Moves, die wir immer zwischendurch mal wieder machen. Wir nutzen die auch nur als Handgewicht. Also du kannst sie auch einfach nur mal in der Hand halten. Das war jetzt diese Rotation im Rumpf, die wir gerade verhindert haben und aktiviert haben. Jetzt gibt es noch die Seitneigung, die wir auch stabilisieren. Mach mal hier ganz kleine Bewegung hoch tief oder auch wieder körperfern, wenn du möchtest. Aber entscheide einfach immer selber, körperfern, körpernah. Und du merkst schon, geniales Training der Bauchmuskeln. Geniale Formung der Taille. Das reicht schon wieder, oder? Kannst langsam wieder lösen. Vielleicht merkst du auch, dass du dich streckst, denn diese kleinen Muskeln rund um die Wirbelkörper, die pumpen sich auf wie kleine Airbags, sammeln die Wasser und strecken deine Wirbelsäule. Das spürst du vielleicht auch. Jetzt gibt es noch die eine Richtung vor, zurück. Die machen wir jetzt auch noch. Das kannst du neben dem Körper hier gleichzeitig vor, zurück. Das kannst du auch neben dem Körper mit längeren Armen hier machen oder mit weiter abgespreizten Armen. Wichtig ist nur, dass nicht der Muskel wackelt, ist nur der Muskel, sondern die Bewegung aus dem Rumpf kommt, aus der Mitte, also nicht aus dem Oberarm. Es geht natürlich auch über Kopf, also wir können dann allen Varianten trainieren. Aber reicht schon wieder, lass locker und spür einen Moment nach. Noch aufrechter, oder? Gut so. Ich mache uns ein bisschen Musik, wir machen uns warm, natürlich etwas Brasil-Musik, passend zum Thema. Daumen auf die Spitze und dann gehst du gleich mal drauf los. Von der Fußspitze auf die Ferse abrollen. Und jetzt denk dran, wenn du gehst, hast du die Arme ganz bewusst mitgenommen. Also wirklich nach hinten. Genau. Warm werden, schön abrollen. Und du darfst deine Knie Rücken ein Stück höher ziehen. Vorsicht, wir tippen vorne. Rechts, links. Und immer wenn du tippst, gehst du mit dem gegenüberliegenden Arm und schüttelst. Schütteln, schütteln, schütteln. Nochmal. Noch 4, 3, 2, marschieren. Hier bleiben und jetzt öffne deine Knie. Komm nach außen, geh weiter. Ruhig die Knie nochmal höher ziehen. Und weitergehen, in Bewegung bleiben. Knie ein bisschen höher, Bauch spannen.
Genau, wieder den Takt finden. Letzten. Und dann verlagerst du mal dein Körpergewicht rechts, links. Und die Arme kommen locker mit. Schwingen. Und immer wenn du zur Seite gehst, versuchst du zu schütteln. Dreh dich mit. Nochmal. Letzten. 4, 3, 2. Ohne Arme. Und dann gehst du in der Grätsche. Gehen, gehen. Immer noch die Arme mitnehmen. Vielleicht gehst du schon ein bisschen tiefer. Wir wollen ja auch unsere Beine ein bisschen stärken. Ohne Arme, bleib hier. Lass locker, beug und streck deine Knie. Völlig entspannt. Richtung Fußspitze, das ist wichtig. Genau. Und dann gehst du ganz langsam tief und hoch. Tief und hoch. Tief setz dich nach hinten mit deinem Gewicht Richtung Ferse. Arme kommen mit. Wir gehen seit, lösen. Bis zur Waagrechten. Genau, und wenn du jetzt tief kommst, schau mal, tief, tief, hoch. Schultern, zwei Impulse. Und hinten, mach weiter. Deine Arme zusammen. Hoch, hoch, tief. Hoch, hoch, tief. Mach weiter. Geht's den Beinen? Gut. 4 noch. 4, 3, 2. Letztes Mal, bleib unten jetzt. Hier. Hier. Und jetzt wirst du ein bisschen schneller, hoch, tief, kommst tiefer, spürst die Muskeln am oberen Rücken, an die Beine natürlich auch. Etage tiefer, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und locker lassen. Einmal verlagern, rechts, links. Ganz locker deine Knie beugen und strecken. Lass deine Schultern los, lass die Beine einen Moment sich entspannen. Und es wird ein bisschen schneller. Genau, rechts, links. Und jetzt versuchst du, Arme gleich mitzunehmen. Über Kopf hoch. Schulter bleibt locker, ganz entspannt. Mach nur weiter. Rechts. Ich mache ein bisschen lauter. 4. Die Bewegung geht weiter. Nur lässt du dein Becken jetzt in der Mitte. Schau mal. Hoch. Eine Übung für noch eine schönere Taille. Acht machen wir noch. 7. 6, 5, 4, 3, 2. Jetzt Vorsicht, bleibe links oben hier und mach ganz kleine Bewegungen. Schulter tief wechseln. Hier. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Nochmal wechseln. Hier. Und nochmal wechseln. Spannung spüren.
4, 3. Letzter Wechsel. Schau mal, der Arm geht vor. Versuch dich zu halten. Einmal brauchen wir noch die andere Seite. Super. 4, 3, 2 und langsam lösen. Einmal lockern. Arme ganz locker mitnehmen und währenddessen gehst du nochmal. Jetzt gehst du schon an den Rand deiner Matte und die Arme gehen immer noch mit. Rechts, links, mach nur weiter. Jetzt bleibst du hüftschmal stehen, Arme gehen weiter. Gib nochmal mehr Gas, als würdest du walken wollen. Arme in die Waagrechte. Und dein Po, der kommt ein bisschen tiefer jetzt. Vorsicht, langsam lange Arme. Hoch, hoch. Jetzt versuch, die langen Arme neben deinen Körper zu nehmen. Genau. Der Bauch ist nach innen gezogen. Rücken ist ganz gerade und Gewicht ist auf deinen Fersen. Rückenstreckmuskeln spüren. Schau mal, was ich mache. Hoch, zwei Impulse. Hopp, hopp. Spür immer mal wieder so eine minimale Bewegung in deinem Rumpf. Hoch, 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 hoch. 4, 3, 2. Jetzt bleib über Kopf die letzten 8. 7, es geht auch so, 5, 4, deine Rückenstreckmuskeln, 2, 1 und super, abstützen und einfach mal auf deinen Oberschenkeln hin und her rollen, deine Brasils, ganz locker, hol doch mal beide vor, wieder rund in alle möglichen Richtungen dich durchbewegen und Rücken gerade machen, nach unten kommen und zwar so, dass deine Füße oder deine Knie hüftschmal geöffnet sind, deine Hände unter deine Schultern positionieren und jetzt holst du dich hier raus aus deinen Schultern, Bauchnabel nach innen oben. Hast du einen schönen Vierfüßlerstand? Wirklich nochmal hochziehen, Brustbein raus. Genau. Und du bleibst jetzt in der Mitte mit deinem Körpergewicht und nimmst die rechte Hand, ein Brasil, nimmst es zur Seite, ohne dein Körpergewicht nach links zu verlagern. Bleib hier, Mitte, linke Hand, Seite, Mitte, rechte Hand, Seite und zur Mitte. Und spür, was allein da passiert, wenn du deinen Arm zur Seite hebst. Genau. Hoch. Nochmal. Schultern bleiben parallel zum Boden. Becken bleibt parallel. Und jetzt halte rechte Hand. Und mach hier ganz kleine Bewegungen vor, zurück. Dein Becken darf so ein bisschen mitwackeln. Spür deinen Bauch, spür deinen Rücken. Und löse nochmal. Super. Andere Seite. Einmal hier. Handgelenk stabil. Bewegung aus der Mitte. Und noch einmal wieder lösen. Noch einmal wechseln. Und der Vorteil ist, dass wir hier schon schütteln und dann schon mal unsere Körpermitte aktiv haben, die wir unbedingt aktiv haben müssen. Für jede Bewegung wechseln. Genau. Komm langsam wieder zur Mitte. Und noch einmal wechseln. Und jetzt nimmst du dein gegenüberliegendes Bein mit nach hinten. Wow. Schüttelst. Halte,
Leg dein Brasilien ab und beuge jetzt dein Knie. Knackiger Po. Wenn es wackelig ist, ist gut. Halte. Komm hoch, tief. Wichtig ist ruhiger, stabiler Rücken. Und nochmal halten, strecken, beugen. Noch einmal, kraftvoll. Zwei. Sechs. Sieben. Acht. Und noch einmal tief und hoch. Acht Stück. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Jetzt wird der Po heißer. Der Bauch spannt an. Noch zwei. Oh, und halten. Langsam wieder lösen. Puh, kurz entspannen. Handgelenk auslockern. Merkt man auch, oder? Letzte Seite. Einmal nach vorne. Hände unter die Schultern. Knie unter die Hüfte. Jetzt holst du deine linke Hand nach außen. Streckst dein Bein und schüttelst erstmal hier. Kleine. So, diese stabile Mitte, die du jetzt spürst, halten. Nimm die Hand an den unteren Rücken und dann beugst und streckst du dein Bein. Und dann halte hier. Hoch. Und nochmal halten. Strecken, beugen. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Und nochmal halten. Und die letzten. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Halte oben. Und löse. Locker aus. Setz dich zurück. Locker dein Handgelenk. Entspann dich einen kurzen Moment. Komm dann nach vorne. Schieb deine Füße durch. Oberschenkel fassen, abrollen. Beine dürfen jetzt erstmal kurz entspannen. Der Po darf entspannen. Beide Arme gehen erstmal hier hinter und nur nach vorne und zurück. Schau mal, ob deine Wirbelsäule in ihrer neutralen Position liegt. Also ein bisschen Luft unter dem unteren Rücken. Da bewegt sich jetzt nichts im Rücken. Das Einzige, was du vielleicht spürst, ist dein Bauch, der aktiv wird. Jetzt schieb die Füße in den Boden. Und immer wenn deine Arme vorgehen, mach mal langsam, schiebst du dein Becken hoch. Wenn deine Arme zurückgehen, lässt du dein Becken wieder ein Stück tief. Hoch, ab, hoch, ab. Genau. Immer aus der Spannung raus. Nie locker lassen, immer Spannung. Acht, sieben, sechs. Fünf, vier, drei. Halte dein Becken oben. Halte, die Arme gehen weiter. Und immer wenn du vorkommst, schau mal, hochziehen. Rechtes, linkes Knie. Becken bleibt ganz parallel zum Boden.
ganz ruhiges Becken. Vorsicht, rechtes Bein oben halten. Halten, Minimoves. Du kannst dein Bein noch länger strecken. Fliegender Wechsel und halten oder strecken. Vier, drei, zwei, Fuß abstellen und langsam abrollen. Sehr schön, Arme mal lösen. Darfst deine Hände öffnen, so dass deine Fingerspitzen jetzt den Kopf stützen können. Atme aus, heb den Kopf an, Bauchnabel nach innen. Und jetzt kommt deine rechte Hand zum linken Knie, deine linke zum rechten. Hoch, der kleine Finger Richtung Knie. Hoch, ab. Ausatmen. Aus. Schräge Bauchmuskeln. Bis die Musik aus ist. Geht noch. Und geschafft. Einmal langstrecken. Sehr, sehr gut. Einfach so richtig lang ziehen. Den Bauch strecken. Versuch in den Bauch ein- und auszuatmen. Lass deine Füße stehen und lasse einmal ein bisschen geöffnet nach rechts, nach links kippen. Deine Hüftgelenke mobilisieren, so wie es angenehm ist. Einfach nach rechts, nach links. Vielleicht vibrieren deine Hände jetzt so ein bisschen. Die Rezeptoren in den Händen sind jetzt gut aktiviert. Zur Mitte zurück. Nimm ein Bein, zieh dich mit dem Bein nach oben, bleib noch mal kurz einen Moment aufrecht sitzen, nimm die Brasiers neben dich, du kannst die Füße auch jederzeit auf die Knie aufstellen. Roll nach vorne, mach dich rund, nochmal gerade, und wenn du rund wirst, zieh die Fußspitzen an, nochmal gerade, nochmal rund, gerade. Ganz gerade bleiben. Brasiers darfst du liegen lassen. Beug deine Knie. Komm gleich ins Zweite und vielleicht kannst du hier sitzen. Muss überhaupt nicht funktionieren. Versuch deine Beine länger werden zu lassen. Beug und streck rechts und links deine Knie. Dann beug die Knie, stütz dich ab und roll dich ganz langsam nach oben auf zum Stehen. Locker, fleißig. Schultern lösen, einatmen Länge, ausatmen mit links, ziehst du rechts, beug dein rechtes Bein, mit rechts ziehst du links, beug dein linkes Bein und das Ganze immer im Wechsel, hin und her. Komm wieder zur Mitte. Locker aus, heb dein rechtes Bein, Knie zusammen, Fuß in die Hand schieben, aufrichten. Im unteren Rand vom Becken nach vorne. Es darf wackeln. Vielleicht merkst du jetzt, dass du viel fester bist in der Mitte. Wechsel gleich, andere Seite. Knie zusammen, Fuß in die Hand schieben. Vielleicht stehst du auch stabiler. Also unsere Rumpfmuskeln sind einmal aktiviert worden. Löse nochmal auf, ist locker.
Atme ein und dann streck und räkel dich in alle Richtungen, dehn den Bauch nochmal so richtig auf. Öffne deine Arme, zieh die Ellbogen zurück, einatmen und ausatmen, entspannen. Sehr schön. Vielen Dank fürs Mitschütteln. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Gerne ein Gefällt mir drücken oder einen netten Kommentar hinterlassen. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach das auch natürlich kostenfrei. Dann bekommst du nämlich immer Info, wenn wieder ein neues Video von mir auf YouTube ist. Und wenn du Lust hast, meine Arbeit wertzuschätzen, freue ich mich auch. Den Link findest du entweder unter dem Video oder auch auf meiner Homepage gabi-fastner.de. Gleich auf der ersten Seite deine Unterstützung. Da ist der Link mit 2,50 Euro oder 5 Euro monatlich zum Beispiel. Könntest du da meine Arbeit wertschätzen. Vielen Dank. Oder ganz einfach bis zum nächsten Mal hier auf YouTube.